Moin Leute, heute baue ich mit Izzy eine Wand. Wie weird ist das, dass wir hier im Hintergrund stehen und er hier auch nochmal bist? Man sieht das doch in der Linie. Natürlich ist das weird. Ja. Darum geht's in den Dingern. Mhm. Okay Leute, wir sehen uns dann gleich beim Izzy wieder. Macht's gut. Ich muss sie kurz wiederfinden. Scheiße, ich finde die jetzt nicht mehr. Ja, Leute, okay, das hat gerade seine Kamera. Ach, nee, vor allem ist das so ein, das ist so ein Dornbett. Das, och, das war so ein bisschen unüberlegt. Das hätte ich nicht dümmer machen können. Ja, aber der Shot sieht nachher mega aus, glaub mir. Hat jemand halbwegs den Landepunkt ausmachen können? Ich habe ja, hab nicht da, mal gesehen. Guck mal da rein, bei wo der ich muss jetzt hier leider so ein bisschen, ich hoffe, da ist mir der Gärtner hier nicht sauer. Ah, ich sehe sie. Oh, ist das ein Träumchen. Jetzt hätte ich gedacht, oh, den Träumchen. Oh, und sie läuft natürlich. Das ist ja... Mensch. Jetzt wird Holz ausgesucht. Fette, geile Holzball. Hast du einen Plan? Ich habe einen Plan, Mann. Leitern ohne Ende. Leitern. Ich habe gerade echt schon gemerkt, ich bin hier richtig zu Hause. Erst waren die Laden ein bisschen zu dick, dann zu dünn, haben wir die passenden Sachen gefunden. Habe ich gesagt, machen wir noch ein bisschen was zwischen. Ne? Ein bisschen muddern, ein bisschen Unterlegscheiben oder irgendwie sowas. Ist sie noch fördern? Ein bisschen was zwischenfüttern. Meinen auch die Leute direkt, meine Kollegen hier, klar, füttern wir noch ein bisschen zwischen. Das, das machen wir, das ist kein Ding. Ist kein Ding. Ja? Und ich habe noch gesagt, hier haben wir eine Lade fehlt gerade noch. Ne? Wir haben hier schon mal vier Stück, beziehungsweise zwei fehlen noch. Wir brauchen insgesamt sechs. Aber das Ding ist, ich habe gesagt, das zieht sich. Ne? Die sind jetzt natürlich gerade rum. Und die haben auch gesagt, das haben die drei Tage hier drin liegen. Da wird das aber krumm, aber das verarbeitest du hier direkt wieder. Ich habe das aber direkt erkannt. Ich fange hier auch, glaube ich, mal an. Ich muss auch wirklich sagen, dicke Props an den Baumarkt hier. Das ist wie ein fettes, geiles Open-Air-Konzert. Weil das einfach so schön offen ist. Guck's dir an. Wow! Das Stück kostet 3,60 Euro. Leute. Das sind 160 Euro Bretter. Der Izzy, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, ne? Noch nicht, no, aber dafür sorgen wir. Noch nicht, aber bald. Bald sind alle da. Ja, wir hängen jetzt inzwischen Tag Nummer 2 hier im Bauhaus, 24 Stunden im Baumarkt. Aber wir haben zumindest die ganzen Bretter hier jetzt schon mal schön mit dabei. Es ist alles durchgeplant. Wird auch gebrettert. Wir waren auch schon drin, haben Schrauben, Muddern und sonst was. Jetzt muss ich hier gleich wieder mithelfen. Ansonsten bekomme ich meinen 1 Euro Stundenlohn nicht. Und das wäre natürlich kritisch, weil von irgendwas muss man auch leben, ne? Guck mal hier, Leute. Das kann man natürlich mit dem Fischerobjektiv mega erkennen, aber da hinten ist er wunderschön. Der Kölner Dom. Und Izzy ist sein Vater, sein Sohn. Ja, und von deiner Mutter ihr Klon. Paul! Paul! Ja! Ich will Film und ein Eis. Ah ja. Was ist da jetzt passiert? Das war schon gefährlich, muss ich einfach sagen. Einfach so YouTuber Hänsel und Gretchen. Nur eine Legra alle 10 Meter. Action-Camera. Die muss man nutzen. Legra ist eine Action-Camera. Ja, da musst du ein bisschen geile Shorts mitmachen. Die musst geile du wohin Shorts legen, wo du sie sonst... Die ist hier aus. Nee, die läuft, Alter. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn hier so viele Latten sind? Nebeneinander? Ich will da mal mehr Latten. Ah, hier tropft's. Was machst du hier jetzt geiles gerade? Ich sortiere das. Das finde ich schon gut. Ja, das machst du toll. Ne? Aber wir können gerade eigentlich gar nicht weiterarbeiten, solange hier noch das Fahrrad steht, ne? Ja, wir können auch ein bisschen Platz machen, ne? Oh ja, hoch! Sorry. Paul. Nichts passiert. Tu dir nicht weh. Ich halt fest, Mann. Ich halt das Ding fest. Ich halt's fest. Gib ihm. Warte, ich halt's richtig fest. So. Ja, jetzt geht's richtig ab. Ist over. Bescheid, dass das leergezogen ist. Nee, mach weiter, Izzy. Ja, das ist ein ganz schön geiler Haufen Kabel, ne? Zollstock oder? Also, der junge Mann hier, der hat leider nicht angemeldet, dass er diese Wand hier bauen will. Und jetzt ist der gute Mann, der das Fahrrad hier dran hat, der ist tatsächlich in Südfrankreich, ja. Aber der kommt erst am Samstag wieder, das heißt, bis dahin kann zumindest die Wand nicht richtig gezogen werden und man kann nur so kleinere Arbeiten machen, ein bisschen mal hier sägen,
da dort. Aber vielleicht durchbricht Izzy ja noch die Wand in seinem Inneren. Wenn wir keine Wände ziehen können, können wir ein paar Nachrichten. Musst du mich gerade abwerfen und bist gescheitert. Ja, das ist ein bisschen zu leicht, sorry, das fliegt nicht so gut. Nee, das ist traurig, Paul. Paul, hör auf, das ist echt sad, Mann. Einfach zu viel Geld. Ja, ja! Ja! Ich bin ein Gott. Ich glaube, noch nie hat jemand so gut gesehen. Schaut mal, Kinder, das war meine Latte. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, mein Video umzubenennen in Wir bauen keine Wand. Aber was wir heute gebaut haben, sind schon mal drei Latten. Das Fahrrad, das muss halt erstmal noch weg. Das haben wir auch gebaut. Aber man kann, das haben wir genau beim Fahrrad gebaut. Zumindest sind hier die tragenden Latten schon mal ausgerichtet. Die kommen natürlich eigentlich auch noch hier welche hin. Aber wir wissen hier schon mal, wie es geht. Es ist gerade, Izzy schaut auch wirklich sehr stolz auf sein Werk. Ich finde es einfach schön, dass wir heute das gemeinsam geschafft haben. Und Paul,